Ich begrüße dich auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier herstellen kannst. Heute geht es um dieses gute Stück. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Und wie immer, am Schluss sehen wir uns nochmals. Viel Spaß beim Zuschauen! Thank you.
ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für dich. Solche Ketten kann man wirklich überall toll rein dekorieren. Man kann es auch nur irgendwo über die Bücher legen. Oder eben wie hier habe ich jetzt das mal provisorisch um einen Ast gewickelt. Der ist bei mir jetzt natürlich noch nicht final dekoriert, da ich einfach keinen Platz mehr habe in meinem Atelier. Eventuell wird er auch im Shop landen, wie einige Sachen, die du hier siehst, wo ich auf diesem Kanal anfertige. Da wandern immer wieder welche in meinen Shop. Dann habe ich ja im letzten Video diese Osterampeln gezeigt, wie ich die hier gemacht habe. Und da hatte ich noch einen Einfall, dass man die ja auch umdrehen könnte. Und habe den hier mal in diesen Ast einfach reingehängt oder gesteckt. Ich habe das einfach umgedreht, habe hier so einen Bommel ran gemacht und hier oben kann man mit einem Ei dekorieren oder die Hasenohren, die ich gezeigt habe. Habe hier einfach aus Stroh ein Nest gemacht und da könnte man jetzt dieses Ei reinmachen. Hier hat es ein Loch, man könnte hier noch eine Blume reinstecken und ich finde es auch ein sehr süßes Präsent, wenn man zu Ostern irgendwo eingeladen ist. Man könnte das irgendwo noch in den Strauß reinarbeiten. Ja, das war so eine kleine Idee, die ich noch hatte. So kann man diese Sachen vielseitig einsetzen. Okay, dann hatte ich jetzt letzte Woche die Verlosung der drei Bücher. Und zwei haben sich gemeldet schon bereits und jemand hat sich noch nicht gemeldet. Und zwar, das ist die Roswitha Reichenbach 7048. Die sollte sich bei mir noch melden, damit ich dieses Buch versenden kann. Wenn ich diese Woche nichts von der Roswitha höre, dann wird das Buch weiter verschenkt. Und dann noch was anderes zu meinem Wochenkurs im April. Da habe ich wahrscheinlich auch, weil es zu kurzfristig war, zu wenige Anmeldungen und daher wird im April vom 22. bis 28. April werde ich ein offenes Atelier machen. Das heißt also, die ganze Woche ist mein Atelier offen. Von 10 bis 17 Uhr mit Mittagspause. Und da habt ihr die Möglichkeit, einen Tag zu kommen oder zwei Tage. Oder ihr könnt auch stundenweise kommen. Wenn da jemand von euch in der Nähe ist und Lust hat reinzuschauen, dann sei herzlich willkommen bei mir im Atelier. Alle weiteren Informationen siehst du auf meiner Webseite. Da lade ich euch auch herzlich ein, da immer wieder reinzuschauen. Da sind alle Informationen aufgeführt, die man wissen sollte über Ave Pulpart. So, das war's für diesen Sonntag. Es war ein bisschen ein kürzeres Video. Ich lag eine Woche lang im Bett und daher ist es jetzt heute ein bisschen ein kürzeres Video. Nächsten Sonntag geht es um Hühner. Was ich dir da zeigen werde, lass dich überraschen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bleib kreativ. Umarm deine Liebste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Danke, bist du dabei gewesen.